was haben wir eigentlich wirklich gegen Virusinfektionen? Im Jahr 2020 gar nichts. Oder doch? Darüber sprechen wir noch. Coronavirose ist in der Tiermedizin ein uralter Hut. Und meiner Meinung nach ist das auch beherrschbar. Und zwar sehr gut beherrschbar. Das wissen wir auch schon seit 10, 15 Jahren. Also wir haben es ja auch mit anderen Methoden gemacht. Und eigentlich sind wir dann plötzlich irgendwann auf was gestoßen, wo man sagt, ja, das ist wohl die Lösung schlechthin. Jedenfalls die man sich heute leisten könnte oder sollte. Wir leben in Zeiten, in denen immer mehr Menschen an chronischen Erkrankungen leiden. Doch auch unseren Tieren geht es leider nicht besser. Ob Krebs, Alzheimer, Arthrose, auch sie bleiben davon nicht verschont. Hinzu kommt, dass immer mehr Menschen sich den Tierarztbesuch nicht mehr leisten können. Während meiner Recherchen und einem Hinweis von einer Freundin bin ich auf einen Tierarzt gestoßen, dem das Wohl der Tiere wirklich am Herzen liegt. Egal, welcher Wind ihm dabei auch um die Nase weht, und der ist manchmal ganz schön stark. Ganz getreu dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Herzlich willkommen, Herr Schrader und Jo Linde. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. 4 Stunden Fahrt von Hamburg habe ich gerne auf mich genommen. Ja, ich auch. Wir sind ja die Nordlichter hier. Herr Schrader, Sie sind ja schon ziemlich aktiv im Netz zu finden. Ja, Vorträge und auch Interviews und alles. Aber manche werden Sie wahrscheinlich noch nicht kennen. Sie sind Tierarzt in Hamburg, haben dort auch eine Klinik mit anderen Tierärzten, unter anderem Ihren Söhnen zusammen. Mit meinen Söhnen zusammen, meiner Schwiegertochter, ja. Ja. Wie sind Sie ein Familienbetrieb. Ein Familienbetrieb. Wie sind Sie überhaupt zur Tiermedizin gekommen? Eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Eine lange Geschichte. Also in unserer Familie, eine bürgerliche Familie, gab es eigentlich einen gewissen Standes- und Bildungsdünkel. Und da konnte man eigentlich nichts Anständiges werden, außer man wird Jurist oder Arzt. Sie kennen ja diese Leute. Ja. Und ich habe dann auch irgendwo mich überzeugen lassen, dass ich Medizin studieren wollte, aber mein Abitur war nicht so gut. Ja, das war damals so. Und da konnte man sein Vorphysikum bei den Tierärzten machen, in Hannover zum Beispiel. Und da bin ich dann nach Hannover gegangen und habe dort also angefangen zu studieren. Aber das war wirklich eine entsetzliche Zeit, Langeweile eigentlich pur, und es war eine öde Verschulung der Tiermedizin dort. Ich bin dann nach Berlin gegangen und dann habe ich dort weiter studiert, auch mein Examen gemacht. Ja, warum ich dann bei der Tiermedizin kleben geblieben bin, das hat denn diesen Adhäsionseffekt, wenn man sich mit etwas beschäftigt, das man noch nicht kannte, ist es natürlich, dass man da auch bei bleiben kann. Und ich fand eigentlich das, was ich da gesehen habe, für so spannend, dass ich mich nicht wieder wegbewegen konnte. Also Humanmedizin war für mich dann sofort gestorben, als ich in Berlin war. Ja. Sie betreiben ja schon seit einer geraumen Zeit, sage ich mal, die Seite Kritische Tiermedizin, die im Internet zu sehen ist. Ja. Und Sie sind jetzt auch 75 Jahre schon, also andere Ärzte gehen dann schon längst im Ruhestand. Mhm. Warum sind Sie das nicht? Ja, es ist schwer zu sagen, aber es gibt ja verschiedene Dinge zu sagen. Erstens, ich bin noch so gesund, dass ich mich nicht in den Ruhestand zurückziehen möchte. Mhm. Ich habe festgestellt, wenn ich mich außerhalb dieser beruflichen Herausforderung befinde, dann geht es mir seelisch nicht mehr so gut. Das habe ich feststellen müssen. Ja. Ich habe zwar Hobbys, aber mir reicht das nicht aus. Und außerdem finde ich es ganz spannend, meine Kinder zu unterstützen, beziehungsweise auch Neuanregungen aufzunehmen. Ich finde überhaupt das ganze Leben, was wir führen, für mich immer noch heute so spannend, dass ich mich nicht davon wegbewegen möchte. Mhm. Und Ruhestand kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Mhm. Deswegen sage ich immer, ich werde sterben wie ein Soldat in den Stiefeln. bis zum letzten Atemzuge. Hört sich natürlich witzig an, aber was soll es sein? Ältere Männer, die ihren Beruf aufgeben, die leben in der Regel nicht sehr lange. Es sei denn, und das ist die geringere Zahl. Man verliert an Vitalität, die Lebensumstände ändern sich so gravierend, dass sich doch dann Dunkelheit entwickeln kann, sehr schnell. In der Seele sowieso, wie auch im Körper. Das muss man dazu wissen. Mhm. Und eigentlich habe ich gesagt, ich habe gar keine Lust, ich will gar nicht aufhören. Ich habe zwar mit meinen Kindern etwas verabredet, sage, Leute, ich habe euer Studium bezahlt, das war jetzt viel teuer und deswegen konnte ich mir keine Rente leisten. Jetzt zahlt ihr, wenn ich mal aufhöre, meine Rente. Und da hat mein Sohn Steven gesagt, von dem habe ich ihn erzählt, ne? Der hat gesagt, ja, also
solange du hier weniger kostet, als du einbringst, kannst du ja hier bleiben. Also das heißt, im Grunde genommen erarbeite ich meine Rente selber noch, nicht? Naja, ist ja Quatsch. Im Grunde genommen muss man sagen, Familienbetrieb heißt zueinander stehen und diese ganze Geldgeschichte. Und das ist natürlich Nebensache eigentlich, wenn alles gut läuft. Ich denke mal, dass meine Kinder das schon ganz gut alles gepackt haben. Vor allen Dingen haben wir ja auch gute Einflüsse aus dem Bereich der Wissenschaft bekommen, wo sich also unsere Praxis so gedreht hat, von einer normalen tierärztlichen Praxis hin in ein Institut, wo man dann sagen kann, wir machen alles oder wir versuchen, an alles heranzukommen. Das ist schon eine Herausforderung, die ist gigantisch, nicht? Die kann man nicht so einfach wegnehmen. Wollen wir sagen, ich denke, ich arbeite noch ein paar Jahre. Und wenn ich anfange zu zittern, höre ich auf zu operieren. Ich bestehe manchmal noch tatsächlich 5 Stunden im OP morgens, von morgens um 9 bis mittags um 2:30 und mache da Chirurgie. Die Jungs machen das auch. Wir haben ja also mehrere Möglichkeiten, aber es ist für mich eben eine wichtige Herausforderung. Mhm. Ja, Sie machen das auch aus Überzeugung einfach, oder? Ich meine, ja, Überzeugung also, heißt, wir müssen uns die Notwendigkeit ist halt da. Ne? Wir müssen uns über eins im Klaren sein. Natürlich, wir haben ein Patientenzuspruch, der ist eigentlich sehr groß. Wir müssen aber darauf achten, dass wir die Sozialverträglichkeit halten. Das heißt, wir können uns dem Trend in der Tiermedizin nicht unterwerfen. Wenn jemand heute zum Tierarzt geht, dann geht er da einmal hin und ist er pleite. Das geht so nicht. Das kann man nicht verantworten. Und wir machen das eben halt anders. Und das passt natürlich vielen Leuten nicht. Das passt auch Leuten in der Tierärztekammer nicht. Die wollen natürlich die große Kohle einfahren. Und wenn wir also da versuchen, bescheiden zu sein, dann meinen wir damit Sozialverträglichkeit. Und ich würde mich eher zu Tode schämen, wenn ich das nicht weitermachen würde. Also wenn jemand Probleme hat, dann kann er kommen, kann er mir erzählen. Dafür muss er aber nicht 30 oder 50 Euro bezahlen. Dann kann er mir erzählen, wenn wir was machen. Dann kann er was bezahlen dafür. Das ist doch klar. Wenn wir was machen, können wir darüber reden. Aber damit schalten wir die Schwellenangst runter. Das heißt, ich muss zum Tierarzt gehen und dafür, dass ich mit ihm 10 Minuten rede, muss ich schon 30 Euro. Das ist doch Blödsinn, sowas. Das ist aber vielfach jetzt eingeführt und das finden Sie überall so. Ja, aber es geht so nicht. Und auch außerdem ist es so, dass natürlich wir unsere tierärztliche Leistung immer noch nach dem untersten Satz der Gebührenordnung fahren. Das muss sein. Sonst könnten unsere Kunden gar nicht zum Tierarzt gehen. Die bleiben draußen. Durch Ihre Öffentlichkeitsarbeit, auch gerade Ihre Seite Kritische Tiermedizin, habe ich überhaupt erst dahinter gekommen, dass die Tierärzte auch unterschiedliche Preise nehmen dürfen. Ne? Also in Anführungsstrichen. Ja, also das ist schon sehr krass. Also ich bin Mensch, ganz ehrlich, habe ich mit Ihnen ja auch drüber gesprochen. Ich habe sehr viel schlechte Erfahrungen mit Tierärzten gemacht. Und es scheint mir halt wirklich, dass die Symptomunterdrückung wie in der Humanmedizin halt genau dort auch so fortgeführt wird. Also es gibt letztendlich Antibiotika, Cortison und noch Schmerzmittel im Groben. Natürlich auch OPs, verschiedene, da möchte ich auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Das sind die drei Dinge, die ein Tierarzt hat und mehr hat er nicht. Genau. Und normalerweise nicht. Ja, aber die Ursache, der Herd darunter, warum ist das Tier krank, das wird in den meisten Fällen ja nicht so wirklich gesehen. Also wir hatten ja ein kurzes Gespräch und das ist ja auch wie bei den Menschen mit der Ernährung. Die Ernährung ist ja die Basis letztendlich. Und das ist beim Tier ja natürlich auch so, oder? Ja, natürlich. Und dann, wenn man beim Tierarzt ist, normalerweise sind ja ganz viele, die auch Tierfutter anbieten, wo ich als Kunde natürlich denke, das wird ein Top-Zeug sein, das ist ja vom Tierarzt. Wie stehen Sie dazu? Also bei uns werden Sie sowas nicht finden. Das hat auch einen Grund. Industrienahrung generell ist ja haltbar gemacht. Ja. Und es gibt keine Nahrung für Tiere, die nicht mit einer großen Zahl von Chemie besetzt ist. Diese Chemie, Geschmacksstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe machen auch was im Organismus und zwar nichts Gutes. Sie schädigen auf Dauer immer das Immunsystem. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das nicht. Und wir sagen, wenn wir jemanden raten, ihren Hund zu ernähren, dann sagen wir, ernähre den bitte vernünftig, so wie du deine Kinder ernähren würdest. Denn wissenschaftlicherweise hat man denn herausgefunden in den 80er Jahren, dass ein Mensch auch nur ein Hund ist oder umgekehrt, ein Hund ist auch nur ein Mensch. Also gibt es eigentlich nicht den Fleischfresser, der nur mit Hundefutter ernährt werden sollte. Das ist eine Erfindung der Industrie. Das ist alles natürlich, hat was mit Kommerz zu tun. Nur die Folgen sind eigentlich dann, dass solche Tiere Dauergast beim Tierarzt sind. Das haben wir schon in den Anfängen unserer Praxis schmerzhaft erfahren müssen und
Ich muss auch sagen, unsere Kunden sind nicht sehr belehrbar. Die Herausforderung eines Tierhalters mit einer Idee der natürlichen Ernährung aus der Küche heraus trifft in der Mehrzahl der Fälle zunächst mal auf taube Ohren, weil man als Tierhalter mit Sicherheit schon irgendwie indoktriniert ist. Das heißt, mainstreammäßig schon gebrainwashed. Nicht? Das ist schwierig, da reinzukommen. Aber ich sage Ihnen ganz offen, wer da nicht zuhört, dann hört er eben nicht zu. Da habe ich gesagt, wenn die mir nicht zuhören, dann schreibe ich es auf, das können Sie ja lesen. So, dann habe ich wenigstens ein gutes Gewissen. Können Sie ja machen. Steht alles auf unserer Webseite drauf, wie man einen Hund vernünftigerweise ernähren sollte. Der Knackpunkt war immer schon der Kampf um vernünftige Ernährung, die also nicht krank macht. Und da hatte eine Helferin mal zu mir gesagt, schau, Sie müssen mal ein Buch über Ernährung des Hundes schreiben. Sag ich, ja, das ist eine tolle Idee, das mache ich gerne. Aber dann bin ich ja nie zu gekommen. Und plötzlich, bumm, war ein Buch da von Professor Meyer aus Berlin, aus Hannover, Entschuldigung, der Ernährungsmeier. Und der hatte dann geschrieben, wie man Hunde und Katzen ernähren sollte. Vorher gab es das übrigens nicht. Und da habe ich dann das Buch gelesen und dachte mir, das ist ja gar nicht lesbar. Das ist ja weder für Tierärzte lesbar, auch wenn sie sich Mühe geben, um sich sehr zu zwingen. Da muss man also wirklich sich in den Hintern treten dazu, um das zu lesen. Und für Tierhalter sowieso nicht. Und dann habe ich ihn angerufen und sage, Herr Meyer, Sie haben ein tolles Buch geschrieben. Also toll, großartig, danke. Und da war er ganz angetan, nicht, wie man so ist. Und sage, Herr Meyer, würden Sie mir eventuell erlauben, das mal quer zu schreiben? Sondern nö. Aber Herr Meyer, also das kann, Sie müssen überlegen, also diese Message ist doch genial. Habe ihn da so richtig besabbelt. Und dann sagte er, okay, wenn Sie mir das Konzept schicken, das will ich aber vorher sehen. Habe ich es gemacht. Und das war eine der ersten Eintragungen in die kritische Tiermedizin.de, Ernährung unserer Hunde und Katzen. Das mit den Katzen hat allerdings eine Biologin geschrieben. Da habe ich mal so gesagt, naja, die hat ja recht. Aber ich habe das Gefühl, die hat da eine Sekte aufgemacht. Okay, es geht also hier im Wesentlichen darum, dass ein Hund auch nur ein Mensch ist und umgekehrt auch. Bei Katzen ist da gewisse Feinheiten, die muss man beachten. Ich sage mal, Freitag gibt es Fisch. Nicht? Das sollte für Katzen besonders gelten, weil die nämlich bestimmte Eiweiße brauchen. Das stimmt schon. Der Bedarf ist aber fast und eigentlich identisch. Alles andere ist großer Quatsch. Und das mit den Fleischfresser. Es gibt ja den Fleischfresser, nicht? Das ist eine Erfindung von vor 200 Jahren. Da hat man dann versucht, die Welt in Schubladen zu verpacken. Und da kam irgendeiner, ich glaube Herr von Humboldt, auf die Idee und sagte, ja, das sind die Fleischfresser. Ne? Aber Fleischfresser, das ist bei Hunden, das ist Blödsinn. Die Evolution zeigt auch, dass Hunde und Katzen genauso ernährt werden können wie Menschen. Alles andere ist nicht wahr. Man kann zwar darüber streiten, aber diejenigen, die Ihnen etwas anderes sagen, die wollen Ihnen was verkaufen. Da seien Sie mal schön vorsichtig. Also ich denke immer noch an die Küche unserer Eltern. Die möchte die größtmögliche Vielseitigkeit. Das sollten Sie beherzigen. Und wenn Sie sich schon an einen Futtermittelhändler wenden, dann sollte man mindestens darauf achten, dass juristisch gesehen, wirklich juristisch gesehen, keine Fremdstoffe in der Nahrung sind. Ja, da gibt es viele Tricks, die einfach nicht bekannt sind. Ne? Ja. Das sind ganz, ganz viele Tricks. Das ist in der Lebensmittelindustrie ja genauso. Ja, und da heißt es dann frei von hier und das und jenem. Ja, ja. Es ist natürlich alles ein bisschen Augenwischerei und alle werden denken, oh, das ist ja toll, das ist frei von Kohlenhydraten oder frei von, frag mich, was nicht Zucker alles. Zucker oder... Ja, aber wissen Sie, das ist eigentlich mehr, das sind Verkaufstricks, die man natürlich kennen muss. Wissen Sie, die Ernährung eines Lebewesens bedeutet größtmögliche Vielseitigkeit ohne Störstoffe. Wenn man das verstanden hat, dann wird man bestimmt nicht in den Laden gehen und sich da was kaufen. Ja, das stimmt. Wenn man das nicht verstehen für Menschen, will. Für Menschen genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche, ja. Natürlich, klar. Und auch süchtig machende Stoffe, die dann, ja. Dass der Hund, ich habe mal gelesen, dass, ich nenne keine Firma, aber dass halt im Juniorfutter halt gewisse Stoffe beigefügt werden und die jungen Welpen dann schon geprägt werden auf dieses Futter letztendlich. Süchtig gemacht werden. Ja, und dass man den Hund dann quasi dann erstmal entwöhnen muss, richtig, damit er überhaupt anderes frisst. Das gilt besonders für Katzen, die ja natürlich sehr, sehr schnell festgelegt sind. Und wenn Sie heute irgendwelche Veranstaltungen sehen, dann sind da Futtermittelfirmen, die Ihnen Pröbchen mitgeben, die drängen Ihnen die auf und geben sie ihrer jungen Katze. Und die frisst dann ihr Leben lang nichts mehr anderes. Und da können Sie sich um den Kopf stellen, das macht die nicht. Eine schwierige Sache. Also ich persönlich finde das eher kriminell. Ja. Man sollte dem eigentlich einen Riegel vorschieben. Und wenn man das begriffen hat, dann macht man sowas halt nicht.
Es ist letztendlich der Konsument, der entscheidet mit seinem Kauf. Aber er muss es natürlich wissen. Ne? Er das muss es Sache. Wissen, klar. Was geben Sie denn Jolinde zum Fressen jetzt mal so als Beispiel für die Zuschauer? Also ich muss sagen, ich kann meine Hunde auch nicht daran kochen. Ich habe zwei große Hunde und ich habe mich an eine Firma gewendet aus Bayern, Arras heißt die. Mhm. Und die haben ganz klar juristisch deklariert, keine Fremdstoffe drin, keine Zusatzstoffe. Natürlich ist der Fleischanteil zu hoch, wissen wir auch, habe ich denen auch gesagt. Das muss man berücksichtigen. Fleisch ist ein wichtiger Nährstoff und Proteine. Und sie dürfen aber nicht im Übermaß gegeben werden, weil letztendlich ist ein übermäßiger Fleischkonsum gefährlich für den Organismus. Kann ich Ihnen nachher noch erklären. Wegen der Übersäuerung? Genau, zum Beispiel dadurch auch. Und dann ist natürlich auch so, wenn man unsere Gesellschaft ansieht, die Entwicklung der Fleischindustrie ist ja auch für uns alle etwas... Furchtbares eigentlich. Ich muss einfach sagen, mir fehlt das Verständnis dafür, dass also in einer sinnlosen Weise Fleisch produziert wird und natürlich auch exportiert wird. Also Deutschland als Fleischexporteur, es ist eine Schande und es ist wirklich also nicht akzeptabel. Es ist für die Lebewesen nicht akzeptabel, die als Futterlieferanten zur Verfügung stehen sollen, noch für einen vernünftigen Menschen. Wenn man unvernünftig ist, gut, dann sei er eben unvernünftig. Aber ich denke mal, wer darüber nachdenkt, der muss einfach sagen, nee, danke, das will ich nicht. Es gibt ja viele Menschen, die schwören total auf BAFEN. Hm. Was sagen Sie denn dazu? Ja gut, ob Sie einem Hund rohes Fleisch geben oder gekocht, ist eigentlich egal. Das ist wurscht. Okay. Wie ist das mit Keimbelastung? Ja, das ist das große Problem der letzten Jahrzehnte, dass sich also durch die Tierhaltung natürlich und diese Tiere werden ja nur bis zu einem bisschen Schlachtreife mit Antibiotika behandelt. Mhm. Das ist ein Muss, weil sonst sterben die Hälfte oder mehr und deswegen sind diese Futtermittel alle beladen mit Antibiotika. Daraus entsteht eine Katastrophe für den Menschen, für die Tiere übrigens auch. Das heißt, es bilden sich multiresistente Keime, die finden sie tatsächlich im Fleisch. Und wer Rohfleischverzehr toll findet, der muss wissen, dass er da ein enormes Risiko eingeht. Zum Beispiel, er nimmt diese Keime auf, wird die nicht wieder los, er hat sie, weiß das nicht. Das Immunsystem sagt auch nicht, hallo, da ist was, ich muss was dagegen tun. Diese Keime maskieren sich und das Immunsystem hält sie in Schach. In dem Moment, wo das Immunsystem in den Keller geht, wo irgendwann eine Immunstörung da ist, sind die Jungs da. Und dann sind sie da und gehen auch nicht wieder weg. Also das erleben wir ja immer wieder und hören es, dass Menschen operiert werden, Tiere übrigens auch. Die haben zum Beispiel einen Kniebänderriss, werden am Knie operiert. Oder Menschen kriegen eine Prothese in der Hüfte oder im Knie, kriegen sie auch was. Und wenn sie dann 3 Tage im Krankenhaus gelegen haben, dann stellen sie fest, oh, das heilt ja gar nicht. Da sind ja Keime drin. Und dann sagen sie, oh, das sind ja Krankenhauskeime. Das ist, ja, die glauben doch nicht im Ernst, dass die da mit dreckigen Instrumenten arbeiten. Also diese Unwahrscheinlich. Oder nicht in der Menge. Natürlich meint man, das sei alles im Krankenhaus erworben. Das ist aber nach Untersuchungen von einer Wissenschaftlerin, die heißt Annette Mengel, kennen Sie vielleicht, den Text sollen Sie mal lesen, steht auch auf unserer Webseite drauf, der heißt Riskante Resistenzen, klargestellt worden, dass diese Leute, die diese Infektionen bekommen, nachher im Knie oder in der Hüfte, dass die mitgebracht haben. Genau. Bumm. Und was sagt man denn dazu? Da kann doch mir nicht sagen, ja, sie haben sich da was eingefangen. Das ist ja Quatsch. Die haben die mitgebracht. Und darin liegt natürlich eine enorme Gefahr. Deswegen ist Rohfleischverzehr für mich etwas, wo ich sagen kann, nee, das ist nicht so das Richtige. Können Sie machen, aber Sie müssen das Risiko kennen. Und wenn Sie sagen, ich will es, ich akzeptiere es, bitteschön, sind ja freie Menschen, dürfen das entscheiden. Kann man ja nicht verbieten, ne? Wenn man jetzt, also ein Hund hat ja einen höheren Infektionsdruck als wir Menschen hat, weil er natürlich auch immer Schnauze in der Erde oder am Popo der anderen Tiere schnüffeln. Die haben seine Schnute immer tiefer an der Erde als der Mensch, ja, ganz genau. Sind Infektionen so das, was Sie in der Praxis sehen, was so das Hauptproblem darstellt bei den Tieren oder was ist bei Ihnen so das Hauptproblem? Das Hauptproblem der tierärztlichen Praxis, jedenfalls bei uns, ich glaube, es ist anders, woanders nicht anders, ist, dass tatsächlich bestimmt 90% aller Probleme sind infektiöser Art. Das heißt also, wir kämpfen eigentlich einen Krieg oder einen Kampf gegen Infektionen, die auch noch zunehmen. Ja, ich meine, Coronavirus jetzt ganz aktuell, Riesenpanik überall, alles wird dicht gemacht. Und heute Morgen in einer Zeitung kam auch gleich der erste Hund, der Corona hat, ist jetzt gefunden. Das gab es aber immer schon. Coronavirosen gab es immer aber schon. Aber die Panik, denen ist da immer sehr interessant. Also wir wissen ja, dass Coronavirosen beim Hund und bei der Katze zuhauf gibt.
Ja. Und was ist das eigentlich immer eher bekannt so für die Menschen draußen? Welche Krankheiten? Parvovirose zum Beispiel ist ein Fall. Also FIP bei der Katze ist genau. So ein Fall. Es sind alles Krankheiten, die natürlich virusbedingt sind, allein virusbedingt sind, zeigen aber nachher immer bakterielle Sekundärinfektionen. Und man muss auch natürlich wissen, beherrschbar ist das eigentlich mehr oder weniger überhaupt nicht mit den Methoden der modernen Tiermedizin. So. Ja, wieso das denn? Also wir haben ja also mal eine Seuchenzucht gehabt, der Parvovirose in Deutschland, das war in den 70er, 80er Jahren. Da hat man denn tatsächlich die Mehrzahl der sterbenskranken Tiere allein durch Infusionen, durch Dauerinfusionen in die Vene am Leben halten können. Und der Zugabe von Antibiotika, die natürlich irgendwas gemacht haben, aber eigentlich nichts Vernünftiges. Also der entscheidende Faktor war die Wasserzufuhr. So, nun ist man heute natürlich einen Schritt weiter und sagt, ja, was haben wir eigentlich wirklich gegen Virusinfektionen? Im Jahr 2020 gar nichts. Oder doch? Darüber sprechen wir noch. Coronavirose ist in der Tiermedizin ein uralter Hut. Und meiner Meinung nach ist das auch beherrschbar. Und zwar sehr gut beherrschbar. Das wissen wir auch schon seit 10, 15 Jahren. Also wir haben es ja auch mit anderen Methoden gemacht. Und eigentlich sind wir dann plötzlich irgendwann auf was gestoßen, wo man sagt, ja, das ist wohl die Lösung schlechthin. Jedenfalls die man sich heute leisten könnte oder sollte. Können wir nochmal drüber sprechen. Machen wir das. Oder jetzt? Machen wir auch gerne jetzt. Ich bin ja Sie haben die Redaktion. Ich bin ja durch Sie aufmerksam geworden, letztendlich wegen Molekül X. Ja? Ah ja. So, ne? Ja, ja. Und ich sage immer, also ich bin ja auch Wissenschaftlerin und ich sage aber auch ganz klar, wenn ich es nicht ausprobiert habe, kann ich nicht mitreden. Da bin ich scheinbar jetzt nicht so die Norm, aber so sehe ich das. Also ich kann es nur, ich muss es probiert haben. So, Gott sei Dank bin ich relativ gesund, aber im Umfeld war es halt, ich habe das in manchen Gesprächen schon mal erzählt, dass meine Tiere auch sehr krank waren. Ich hatte halt auch ich hatte wirklich keine Lust auch mehr zum Tierarzt zu gehen, weil es sind nicht alle so nett wie Sie. Ja, ist leider einfach so. Es gibt total nette, aber ich habe einfach gesehen, dass dadurch, dass ich ja auch andere Dinge weiß, dass das, was da ist, nicht hilft. So, und dann bin ich auf Molekül X aufmerksam geworden und eine Freundin hat mich hartnäckig nochmal auf sie aufmerksam gemacht. So, guck ihn dir jetzt an. Ne? Ich war am Arbeiten halt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann kam auch die Situation, dass ein Kater, den ich kenne, sehr krank wurde. Von jetzt auf gleich. Also wenn ich zum Tierarzt gehe, da muss schon wirklich übel was los sein, dass ich checken muss, was ist da los, dass ich da wirklich dann mit hingehe. Und lange Rede, kurzer Sinn, Chlordioxid hat ihm das Leben gerettet. Ja. So. Und ich habe selbst genommen, vorher auch, um zu checken, weil es heißt, sei schlimm und bla bla bla. Ja, ja, ja. Ich habe halt das so hergestellt, wie Sie das empfehlen. Ja. Und das ist meine Erfahrung, wie ich auf Sie jetzt quasi auch mitgekommen bin. Ja, ja. Was ist Ihre Erfahrung in der Praxis mit Ihrem Molekül X zum Beispiel und auch anderen Dingen? Sie sprechen also, ja über viele Sachen. Ja, wir haben es ja schwer getan, sowas zu formulieren. Also Chlordioxid ist ja eine Wunderwaffe, wenn ich so mal sagen darf. Und die Idee, die ist ja uralt schon und die ist äußerst genial. Das ist eigentlich die Erfindung des 20. Jahrhunderts schlechthin, würde ich sagen. Dass man mit einem Kostenaufwand von wenigen Cent eine Krankheit total beherrschen kann. Wo kann man das und wie kann man das? Und man muss bloß wissen, Chlordioxid kann man auf sehr verschiedene Weise herstellen. Und da muss man ein bisschen sortieren. Wir haben uns natürlich umgeguckt. Das heißt, ich habe mich darum hin mal bemüht, mit dem Kenntnis eines zweisemestrigen Studiums an der Chemie mal herauszufinden, wie synthetisiert man eigentlich Chlordioxid. Und wenn man das Periodensystem kennt und die Atomzahlen berücksichtigt, dann weiß man, dass man das so und so machen kann. Und das erkläre ich Ihnen auch gleich nochmal. Das machen andere anders, aber die machen das. Warum machen die das anders? Weil sie glauben, dass es richtig ist, aber wir wissen, dass es falsch ist. Ich persönlich weiß, dass man mit Chemie, wenn man Chemie berücksichtigt, muss man mit Mathematik rechnen. Und 2 plus 2 sind ja bekanntlich 4 und nicht 4,5 oder irgendwie irgendwas anderes, oder? Und da muss man schon sehr genau sein. Und wir stellen auch fest, dass Chlordioxid eigentlich ein instabiles Molekül ist, ein Gas, was in der Natur nicht vorkommt, erstens. Aber die Elektronenbindungen sind labil
Und es zerlegt sich selbst, da können Sie auf die Uhr gucken, dann ist die Wirkung halbiert, geviertelt, geachtelt, gesechzehntelt und so weiter. Welche Zeiträume ungefähr? Naja, Sie machen rechnen einen Tag bestimmt. Also okay. In 24 Stunden geht das oxidative Potenzial um mehr als drei Viertel verloren. Und deswegen wundere ich mich eigentlich, dass man sowas fertig kaufen kann. Das ist mir ein Rätsel. Eben, ich hatte ja auch erst gekauftes und dann durch Sie dann halt selbst gemacht. Das scheint aber irgendwo doch eine Wirkung zu haben. Hat es wohl, aber... Aber nicht so toll wie das. Ich habe jetzt ja auch erst probiert, das ist ein Riesenunterschied. Der Unterschied liegt auch in der Bekömmlichkeit. Man muss einfach wissen, Sie wollen ja reines Chlordioxid haben und Sie wollen es richtig dosieren. Das ist, muss man einfach fairerweise machen. Man kann nicht irgendwas irgendwie geben und in welchen Mengen, ist egal, das kommt gar nicht. Das kommt genau darauf an, wie man es herstellt und in welcher Dosis man es gibt. Das ist das Entscheidende, wie bei allen Medikamenten anders auch. Aber so etwas irgendwie herzustellen, halte ich für grotesk. Eigentlich. Nee, man muss schon wissen, was man tut. Es gibt ja auch viele Menschen, die dann berichten darüber, dass sie halt Magenbeschwerden ganz stark hatten oder was weiß ich was. Wir wissen zum Beispiel um den Umstand, dass zum Beispiel autistische Kinder mit Chlordioxid behandelt wurden von ihren Eltern. Wissen Sie, ne? Nee. Also es gibt also Kinder, die nach bestimmten Einflüssen, zum Beispiel auch nach Impfungen, Autisten werden. Und da müssen Sie sich vorstellen, dass so ein Kind einen Brummkreisel darstellen kann innerhalb der Familie. Zerlegt auch einen Familienzusammenhang sehr schnell. Und in ihrer Verzweiflung haben die Eltern dann irgendwann mal auf Chlordioxid sind die zugekommen. Das haben sie den Kindern eingeflößt und von 10 Kindern haben 80 erstmal übergeben. Jo, toll. Dann haben sie den Weg gegangen über rektale Insufflation, das heißt Einlauf. Kann man machen. Ja, es geht. Können wir Großtieren übrigens machen, wunderbar. Aber seitdem die das so machen, wie wir das machen, erbrechen die Kinder nicht mehr. Großartig, ne? Und der Effekt scheint auch wohl besser zu sein. Also so wie ich das höre von denen, die mit diesen Kindern umgehen. So, das ist das eine. Das andere ist eben auch die natürlich die Gegenpropaganda. Das ist gefährlich, das ist Vergiftung und so. Da hat neulich jemand auf Google geschrieben, oder in Google sagt man auf unserer Webseite, nee, auf unserer Google-Beurteilungsseite, die behandeln Hunde mit Rohrreiniger. Ja, und da habe ich gesagt, das lassen wir, das muss da stehen bleiben, das gehört dahin. So eine extreme Dummheit, die ist schon wirklich, das muss man einfach haben in Deutschland. Guckt euch das mal an, es ist einfach zauberhaft. Die Bekömmlichkeit ist eindeutig da, wenn man das richtig macht. Wir haben das ja also überlegt, wir haben das sogar molekülmäßig ausgerechnet, wie viele Moleküle hat man, wenn man so und so viele Tropfen einnimmt und so weiter. Es ist alles belegbar und man muss einfach sagen, alles, was infektiös ist, alles, Hautinfektionen wie generalisierte Infektionen des Körpers, werden mit Chlordioxid gut beherrscht, wenn man es rechtzeitig macht. Bumm. Wenn allerdings Organschäden da sind und es entsprechend schon zu schwersten Störungen gekommen ist, Selbstvergiftung, dann wird es schwierig. Und da muss man einfach sagen, bitte, wenn, dann bitte rechtzeitig. Dann ist es eine enorme Waffe. Und ich sage Ihnen das offen, wir haben immer mehr Hunde, die wirklich sehr, sehr krank sind. Und eines der Hauptprobleme ist also sind die Keime, die ein Hund aufnimmt mit der Zeit und die dann irgendwann, wenn der Hund immunologisch in die Knie geht, durch Gifteinflüsse, durch Chemieeinflüsse, dann sind die da. Da sind aber eine ganze Menge Keime da. Und Sie können die natürlich differenzieren und sagen, das sind Salmonellen, das sind Clostridien und so weiter und so weiter. Aber es wirkt gegen alles sofort. Und wenn ein Hund todkrank ist und auf der letzten Stufe steht, vorm Abgrund, dann haben wir immer wieder gesehen, kriegen wir diese Tiere nur mit Chlordioxid wieder die Treppe rauf. Und zwar so, dass sie wieder leben konnten. Das gilt auch für sonst unheilbare Krankheiten wie Tetanus, Fohlenlähme. Tollwut. Ja, Tollwut ist ja noch nicht ausprobiert worden. Aber es ist so, dass da natürlich wenn man ein tollwütiges Tier hat und man behandelt das, macht man sich strafbar. Als Tierarzt. Das ist habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn das auch funktioniert. Ja. Aber es sterben ja im Jahr noch so und so viele Menschen an Tollwut in Deutschland oder Mitteleuropa. Und da frage ich mich, wenn man die denn sterben lässt, ohne sie mal versuchsweise mit Chlordioxid zu behandeln, was ist das denn?
Ja, das ist die Ethik, ne? Das ja, also ich frage mich, was sind das? Man weiß es doch. Im Grunde genommen ist das ja alles längst bekannt. Und wer sich ernsthaft damit beschäftigt, wie man Menschen oder Lebewesen aus den Krankheiten herausbringt, der müsste eigentlich sagen, pass mal auf, da habe ich mal gehört von Chlordioxid, wenn wir schon nichts Anständiges zur Verfügung haben, dann wollen wir doch wenigstens mal Chlordioxid ausprobieren. Ich habe das mal testweise der Infektiologie in dem berühmten Krankenhaus Eppendorf angedient. Da habe ich die Infektiologie angerufen und habe dann mit dem dortigen Leiter gesprochen und habe ihn gefragt, ob er Chlordioxid kennen würde. Und so, ja klar, kennen Sie. Unsere Hygieniker arbeiten damit. Das ist eine alte Sache, alte Geschichte, schon vor Jahren her. Da hatten wir also Hunde, die hatten multiresistente Keime in den Gelenken und wir haben die, ohne zu amputieren, wieder in das normale Leben zurückgebracht damit. Ich habe ihm das erzählt. Und da sagt der zu mir, wenn wir das machen, dann fliegen wir hier raus. Sag ich, was? Sie amputieren lieber ein Bein, als dass Sie das versuchen? Und da hörte man die Telefonleitung so einfrieren, so wissen Sie, das knistert. Da dachte ich, ja, dann ist ja gut, tschüss, gute Nacht, Wiedersehen. Also es war ein Erlebnis, wo man sagen kann, das kann eigentlich gar nicht angehen. Was machen die da eigentlich? Sind die irgendwie, wem sind die denn eigentlich Rechenschaft schuldig? Doch nur sich selber. Aber die machen das, was die Krankenhausleitung anordnet. Hören Sie mal zu, das ist ja wohl ein Ding. Das muss sich ja ändern. Ich habe das natürlich vielen Leuten angedient, wie man so sagt. Auch Politikern. Ich habe Ihnen noch erzählt von der Politikerin Frau Aydan Özoduster oder wie die heißt. Özus. Die kriegt ganz große Augen und sagt auch, ja, das muss ich mal dem Gesundheitsminister, der ist heute noch Gesundheitsminister, nee, jetzt nicht mehr, der war damals Gesundheitsminister, erzählen. Und ich melde mich dann, weil, wissen Sie was, nie was gehört. Überraschung. Ich habe das mal versucht, irgendwie in die Presse zu bringen. Und die Leute haben gesagt, ja, Schrader, also tut mir leid, wir haben hier viel zu tun, also entschuldigen Sie bitte, dass ich geboren bin, aber wir haben jetzt keine Zeit, auf Wiedersehen. Das interessiert die gar nicht. Ja, ich weiß, Sie haben auch der chinesischen Botschaft den Hinweis zukommen lassen. Ja, das habe ich denn gemacht, weil ich sage, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass die Chinesen da Tausende von Tote haben. Die sollen doch wenigstens mal darüber nachdenken, ob sie nicht vielleicht doch mal Chlordioxid einsetzen. Es könnte ja möglich sein, dass auch das Coronavirus in China damit Behandlung finden kann. Ich meine, ich habe es noch nicht gemacht. Ich glaube, ich habe das gestern gesehen, irgendwie was. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe das nicht geprüft, aber dass irgendwie Chlortabletten jetzt ausgegeben werden. Und dann dachte ich so, nein, schon wieder falsch. Gut, kann ich nichts zu sagen, kann schon sein. Chlor ist ein Element, was... Also es ist halt einfach wichtig, es ist was komplett anderes. Und nochmal zum Thema, es tötet alles ab. Was ist denn mit den guten Bakterien, die wir brauchen? Naja, also man muss auch wissen, wieso das funktioniert. Also Chlordioxid ist eben, wie gesagt, ein Molekül, was hochreaktiv ist. Wenn man es im Übermaß gibt, dann macht es genau das Gleiche, was Ozon auch macht. Es macht alles platt. Geht. Ozon ist allerdings, wenn man das richtig dosiert, auch sehr, sehr hilfreich. Ist im Prinzip die gleiche Linie. Wir nennen das biooxidative Therapie. Mhm. Also, will damit sagen, Chlordioxid und Ozon, das ist ein Geschwisterpaar. Wie funktioniert das? In der richtigen Dosierung, und die ist ganz leicht herausfindbar, tötet es selektiv pathogene Keime ab. Selektiv. Warum ist das so? Der Biologe hat dafür eine Erklärung. Gesunde Zellen, gesunde Keime sind mit einer Enzymschicht überzogen. Diese Enzymschicht verhindert Oxidation. Wenn Sie das im Übermaß geben, knallt es durch, dann halten diese Sicherungen nicht. Das ist mir völlig klar. Aber wenn man das vernünftig macht, wir haben das ja ausprobiert, wir haben es ja probiert und sagen, gut, wir wollen es wissen. Wir haben hier im Moment keine andere Wahl. Der Hund ist todkrank, der wird in 3 Tagen tot sein, also geben wir das. Wir haben natürlich auch die Keimanalyse gemacht des Kotes, machen lassen von Fachleuten. Und nach dieser Behandlung waren die pathogenen Keime weg. Der Hund war wieder gesund und die Darmkeime waren eigentlich nicht beschädigt. Okay. Die guten Darmkeime nicht beschädigt. Ja, genau. Ja. Das ist natürlich toll, nicht? Also wenn man das so berücksichtigt, ist das toll, nicht? Ja, man muss einfach wissen, was passiert da. Was heißt Oxidation? Ja, gut. Es ist so, wenn man mit sowas umgeht, dann sollte man eigentlich berücksichtigen, dass wir alle elektrische Wesen sind. Mhm. Und der Vorkämpfer richtiger Wissenschaft, das war ja Albert Einstein, nicht? Der hat mal entdecken dürfen, dass das? Materie nicht nur durch Masse, also Kilogramm Körpergewicht oder Volumen, sondern auch durch Frequenz sich definiert. Also was immer belächelt wird,
Frequenz, ein Quatsch mit Soße. Keiner weiß richtig, was das ist. Gehört allerdings zum, sagen wir, zum Wissensniveau des Physikums. Und wenn man sich mal überlegt, wo diese Bücher landen, die finden Sie in keiner ärztlichen Praxis. Die finden Sie im Kohlenkeller mit möglichen Kohlen obendrauf. Mhm. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn man dafür kein Verständnis mehr hat. Also ich will damit sagen, Oxidation und das Gegenteil davon ist Reduktion, spielt eine enorme Rolle in der Medizin. Wenn man das verstehen will, gut, dann muss man kein Physikum machen. Man kann das auch mal auf dem Text Kritische Tiermedizin durchlesen. Da heißt, gibt es einen Text, der heißt Basiswissen für eine vernünftige Ernährung und Therapie. Das habe ich nicht erfunden. Das ist ein quergeschriebener Inhalt der Kenntnisse dieser Zeit. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann wird das mit der Medizin auch nichts. Das ist mir klar. Gut, wer das nicht wissen will, der will es nicht wissen. Aber ich fürchte, dass unsere Ärzte und Tierärzte froh sind, wenn sie diese Bücher nicht mehr in die Hand nehmen müssen. Ja, das ist es wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich so. Ja, ja, ne? Chemie oder auch Physik sind ja halt so Themen für sich. Ne? Aber ich weiß nicht, nichtsdestotrotz gibt es genug Sachen, die wirklich, ich meine, ich komme ja auch aus dem Gebiet und es gibt ein Riesenfeld, auch zu Chlordioxid gibt es genug Beweise, um da jetzt mal wirklich weitergehen zu wollen. Wenn man wollte, ich meine, den Andreas Kalker kennen Sie ja auch und die ganzen Bemühungen, das wirklich durchzudrücken, damit es wirklich als Medikament irgendwann zugelassen wird, weil einfach, es ist billig und es ist nicht wirklich patentierbar. Es ist nicht patentierbar und vor allem, es ist nicht zulassungsfähig. Ja, das genau, ist das Problem. Richtig, und das ist das Problem, aber das wissen ganz viele Menschen halt nicht. Und, aber es gibt ja trotzdem viel Bemühungen und es ist etwas, was sich jeder selber machen kann und die Not macht erfinderisch, das war bei mir ja auch so. Und das ist ja wirklich eine Möglichkeit, das wieder die Eigenverantwortung in die eigene Hand zu nehmen und wirklich zu verstehen, wie Sie auch sagen, was wir elektromagnetische Wesen sind, unsere ganzen Kanäle und alles, das ist alles in, Energie. Unser Herz gibt Energie, ist messbar, unser Gehirn, das wird außen gemessen. Aber in der Schulmedizin wird halt einfach sehr auf Mechanistik und da hat natürlich auch die Newton'sche Physik halt und nicht die Quantenphysik, die eigentlich rein müsste, das basiert da halt drauf und ich komme ja aus der Uni und habe da viel mitgemacht und das sind so Themengebiete, also so richtig aufgewacht bin ich eigentlich bei den Ökologen, weil die noch dieses Komplexe sehen, ne? So. Ja, so, ne? Aber Chlordioxid, wie macht man das? Wie machen Sie denn das? Ja, wie machen wir das? Also wir haben festzustellen, man kann es auf die verschiedenste Weise machen. Wir haben uns entschieden für eine 22,5-prozentige Natriumchlorid-Lösung, wobei man wissen muss, das ist kein Kochsalz, sondern das ist Natriumchlorid mit Tee. Mhm. Nicht? Das ist das Salz unter Chlorinsäure. Aber das ist auch egal. Es heißt Natriumchlorid mit Tee und nicht mit D. Mhm. So. Und da haben wir uns entschieden für eine 3,5-prozentige Salzsäurelösung, weil das bei den Berechnungen rauskam. Mhm. Wenn man das nicht berechnen kann, dann kann man da auch nichts mit anfangen. Klar, also dieser Weg scheint wohl richtig zu sein. Ich habe das auch nochmal überprüfen lassen an einer Uni in Saarbrücken. Da habe ich gesagt, ja, ein bisschen unsicher war ich denn doch. Das gebe ich ja zu, 2 Semester Chemie, das ist ja nichts. Ne? Kann man so machen, wunderbar. Aber da habe ich auch festzustellen, dass bei diesen Untersuchungen eins klar ist, es wirkt nur zeitlich begrenzt. Das heißt also, der Zeitfaktor spielt eine enorme Rolle. Wie sollte man das am besten, wann ist der effektivste Zeit? Effektiv ist es, wenn es hergestellt wird und unmittelbar danach Verwendung findet. Weil das Oxidativpotenzial messbar, elektronisch messbar, geht nach oben, geht durch die Decke und kommt sehr schnell wieder zurück. Sie können Chlordioxid auch herstellen für, zum Beispiel für die Hautbehandlung kann man das machen. Macht man eine Flasche hier so zum Beispiel, nicht? So eine Flasche voll, dann stellt man in den Kühlschrank und dann stellt man fest, das wirkt in den ersten 2-3 Tagen wunderbar, dann wirkt es weniger und dann wird auch die Farbe dieser Lösung das heller. Das Gelbliche. Das wird heller und dann hat man das Gefühl, das wirkt eigentlich gar nicht mehr. Das ist sowas Ähnliches wie mit Ozon auch. Wenn Sie heute Ozon, wenn Sie Wasser ozonisieren, das kann man machen, indem man es durchspulen lässt, dann müsste man dieses Wasser unmittelbar, um den Effekt des Ozons im Körper zu haben, unmittelbar danach nach Herstellung trinken. Man kann es aufbewahren, höchstens 2-3 Tage, denn das Ozon hat sich zerlegt, dann ist alles weg. Was ist so mit ozonisierten Ölen und sowas?
Ja, kann man ja auch kaufen mittlerweile. Das kann man machen. Ob das nun alles so toll ist, wie ich das, ich weiß das nicht genau. Also das ist nicht so meine Ebene, wo ich was zu sagen kann. Aber vielleicht hätten Sie ja schon Erfahrung. Es scheint aber wohl einen Effekt zu haben, im Besonderen bei, wenn man zum Beispiel Kokosöl ozonisiert, dann hat das eine gewisse Haltbarkeit. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich weiß das nicht genau. Okay, okay. Lassen wir das lieber sein. Nee, ist mir nur Interesse halber, weil ich mit Ozon halt auch nicht so auseinandergesetzt habe. Ne? Aber eins ist klar, was macht Ozon? Das sollte man ja auch wissen, dass auch übrigens Chlordioxid macht dasselbe eigentlich. Das Oxidativpotenzial von Ozon ist so und das von, das Oxidativpotenzial von Chlordioxid ist so. Das von Ozon ist so. Oha. Da muss man natürlich den Unterschied sehen. Nicht? Oha. Deswegen ist das ja auch sehr beliebt. Also in bestimmten Ländern, also in der arabischen Welt, ist es ja bekannt, dass also an aller Straßenecke stehen Ozonautomaten. Und dann stecken sie dann Dollar rein und dann kriegen sie ozoniertes Wasser. Und ich sage immer, dann kommen die Jungs schneller aufs Kamel. Oder so. Also wenn ich das getrunken habe und ich war müde, abgeschlagen, ich kam schneller die Treppe rauf, das stimmt. Aber es hat ja was mit dem vermehrten Sauerstoff im Körper zu tun. Ne? Aber dieser Effekt ist eben nur kurzzeitig. Und den muss man eben wissen. Man muss das wieder. Wie so ein Energy-Drink, quasi nur in gesund. Man muss das herstellen und nehmen und dann fertig ist es. Und das gilt für Chlordioxid im Besonderen. Nicht? Die Russen machen das ja mit Wasserstoffsuperoxid, eine uralte Sache. Und ich weiß auch von Ärzten, die in Deutschland ihren sehr kranken Patienten Wasserstoffperoxid oder Superoxid zu trinken geben. 3% paar Tropfen. Ja gut, da weiß man aber, dass das Oxidativpotenzial wesentlich unter dem von Chlordioxid liegt. Es ist aber auch wirksam irgendwie irgendwo. Mhm. Habe ich aber nie Erfahrung mitgemacht. Mhm. Ja, aber interessant. Wie stellen Sie denn das Chlordioxid her? Würden Sie das einmal zeigen? Ja. Ich bin der Glashalter. Also wenn ich jetzt eine Grippe kriege, und ich will keine Grippe haben, dann sage ich mir, ich trinke jetzt Chlordioxid. Dann sage ich so, ich mache jetzt hier mal für den. Habe ich übrigens vor ein paar Tagen gemacht. Also die Menge, die sie auch Hunden empfehlen. Allerdings, weil ich nicht wusste, für Menschen, da habe ich mir so mit je 3 Tropfen. Ne? Also beim Hund ist die Obergrenze 3 Tropfen. Genau. Bei Menschen, ich fange an mit 4, 5 Tropfen. Ich mache jetzt mal für einen Menschen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, das ist eine hohe Dosis für einen Erwachsenen. Das ist jetzt 22,5%iges Natriumchlorid und jetzt kommt die Salzsäure dazu, auch genauso viel Tropfen, nämlich 5. Passen Sie auf. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt gucken Sie auf die Uhr. Eine Minute. Also jetzt ist es auf, jetzt passen Sie auf. Eine Sekunde, wir müssen also ein Gefühl dafür entwickeln. Gucken Sie auf die Uhr. 60 Sekunden. Also es ist ganz wichtig, dass es 60 Sekunden halt reagiert. Ja, ganz genau. Ein bisschen schwenken, es ist auch wichtig, dass Sie schwenken das überhaupt nicht. Ein Glas hier unten mit einer also Mulde. Das Mulde, damit auch wirklich die ganze Flüssigkeit miteinander in Berührung kommt. Sie läuft aufeinander zu nach dem Schwerkraftprinzip. Das heißt, das ist das Prinzip der in der Chemie benutzt man Reagenzgläser, nicht? Ja, ja. Und wenn Sie mal genau hingucken, die haben alle so eine Runde, die haben keine eckigen Boden, alle rund. Und deswegen läuft das, was zueinander fließen soll, aufeinander zu nach dem Schwerkraftprinzip. Da benutzen wir die Erdanziehungskraft natürlich. Ja, das muss ja auch. So, und jetzt haben Sie praktisch, gucken Sie auf die Uhr. Ist die Minute rum? Dauert noch. Noch 10 Sekunden. Und was passiert dann? Gucken Sie mal. Ja, dann sagen ich trinke es. Tun Sie rein. Na, jetzt müssen Sie Folgendes machen. Wasser. Sie nehmen jetzt diese Reaktion, da ist jetzt 99,9%iges Natriumchlorid drin. Flüssig und gasförmig zusammen. Es sind 3 Phasen eigentlich, aber die 3. Phase erkläre ich Ihnen gleich nochmal. Jetzt gießen Sie, lassen Sie nur, ich mache es schon. Höher. Also sieht man es nicht. Höher. Mhm. Ich lösche das jetzt ab. So. Gucken Sie mal, die schöne Farbe. Und dann gießen Sie das hier rein. Und sagen Sie hier, Prost, Jungs. Prost. Ja, also ich trinke es wirklich, damit das Prost, seht. Ich habe es auch gemacht. Letztes Mal, ich hatte nämlich wirklich einen Schwung an Erkältung. So, ja. Das kam an. Machen Sie es. Kit, schmeckt das übel. Und das schmeckt halt ein bisschen. Schmeckt ein bisschen, nach fremd, ne? Ja. An Sommerfreibad. Und aber deswegen denken halt viele Menschen, dass das halt Chlor ist, ne? Also das Reinigungsmittel. Chlordioxid hat insofern auch was mit Chlor zu tun. Aber wenn man heute in der Gesellschaft fragt, was glauben Sie denn oder was wissen Sie über Chlor, dann wissen Sie gar nichts, es sei denn, Sie haben Filme gesehen vom Ersten Weltkrieg über die
über das Chlorgas, was als Kampfmittel eingesetzt wird und was zu Millionen Toten da geführt hat, offensichtlich. Man kann für die äußere Behandlung es auch anders machen. Man kann es einnehmen, wie gesagt, und man kann es aber auch für die äußere Behandlung herrichten. Dann nimmt man in dieses kleine Glas 20 Tropfen von dem Natriumchlorid und 20 Tropfen von der Salzsäure, lässt das eine Minute reagieren und verbringt das dann in eine Flasche. Die müssen Sie bloß immer schön wieder zumachen, wenn Sie das benutzt haben. Und das können Sie 3-4 Tage aufbewahren und damit Infektionen der Haut sofort zum Stehen kriegen. Sofort. Bumm. Gut, ne? Ja, klasse. Klasse, ne? Klasse. Ja, also wie gesagt, innerlich, ich hatte wieder auch so einen Anflug von Erkältung und Schnupfen und ich habe mir so ein Schnapsglas, also quasi wie jetzt, ich hatte sogar nur noch weniger genommen, 3 Tropfen je. Eine Stunde später, alles weg. Ja, prima. Also rechtzeitig gemacht. Wobei man sagen muss, wenn man richtig krank wird und man hat eine Grippe, dann weiß man ja auch, dass die Körperdrüsen, das heißt die Drüsen der Atemwege, der Kopfschleimhäute sich in Gang besetzen, die natürlich Schleim produzieren. Sie werden also dieses Niesen und Husten nicht so schnell los. Nee, das ist eine Die Krankheit ist gestoppt, aber die Rotzerei geht weiter. Das muss man aber nicht verwechseln, indem man sagt, das wirkt ja gar nicht. Also wenn Sie richtig krank werden, haben Sie Fieber und fühlen sich elend. Aber Sie können, wenn Sie wieder gesund sind, doch noch ein paar Tage rumrotzen, hätte ich beinahe gesagt, rumschniefen. Haben Sie ein Schiff, was auf dem Ozean schwimmt, mit dem Motor an und stellen den Motor ab, dann werden Sie merken, das Schiff fährt weiter. Oh, welch Wunder. Ja, es fährt einfach. So ist das auch mit der Behandlung mit Chlordioxid. Sie kriegen das ja nicht. Manche Leute erwarten so einen sofortigen Stopp. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ja, vor allen Dingen muss man auch verstehen, und da ist ja auch die Ernährung wieder wichtig, das Immunsystem muss gestärkt sein. Ja. Und es ist vielen Giften, Problemen, Jodmangel, all die Sachen wirken sich auf das Immunsystem aus. Ja, ja. Wir sind immer Krankheitserregern ausgesetzt, die uns jederzeit den Gar ausmachen könnten. Es passiert aber nicht, weil wir ein funktionierendes Immunsystem haben. Also deswegen, das Immunsystem zu stärken, ist ja sowieso super wichtig. Und dazu braucht es einfach gute Bausteine. Aber wenn dann sowas wie diese Infektion ist, oder es kann halt immer was passieren, und es sind halt auch einfach immer mehr Stressoren draußen, die Krankheit und Immunsystem belasten oder Krankheit hervorrufen. Und dafür finde ich das halt einfach total großartig. Also wie gesagt, es ist einfach umzusetzen. Aber es ist ja auch nicht nur das, worüber ich über ihn auch sprechen wollte, ist, dass es ja, es gibt ja auch diese Infektion mit den Beinen oder so, was Sie vorhin noch mal kurz erwähnt hatten, dass, also, oder halt auch Arthrose oder solche Sachen, und dass ja viele OPs da jetzt auch stattfinden, die wahnsinnig, wahnsinnig kostenintensiv sind. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Warum passiert es überhaupt, dass die Tiere so häufig Schäden haben? Also jetzt zum Beispiel Arthrose oder... Ja, man muss da differenzieren. Also eines der häufigsten orthopädischen Konflikte ist der Kreuzbandriss beim Hund. Und da hieß es immer, ja, der hat einen Kreuzbandriss, ja, tut uns leid. Das ist ungefähr, wie wenn Sie sagen, der hat Fußball gespielt, der ist da falsch aufgeschlagen und hat sich das Knie verletzt. Das ist beim Hund offensichtlich anders. Und seit mehr als 10 Jahren, ich habe mir irgendwann mal sagen, irgendwann haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Es gab so eine Redensart, was links passiert, passiert dann meistens auch rechts. Dann dachte man an eine naturgegebene Schwäche des Gewebes. Das scheint aber Unsinn zu sein, denn in den Fällen, die wir operieren, können wir sagen, zu 60% und mehr steckt da eine Infektion hinter, die allerdings vom Körper so nicht wahrgenommen wird. Also da spielt Borreliose eine Rolle, verschiedene Typen der Borrelien, Anaplasmose spielt eine Rolle, es spielen auch andere Infektionen eine Rolle. Man kann das labortechnisch gut auseinanderdröseln, aber das bringt Sie auch nicht weiter. Wenn Sie heute ein Knie aufmachen und sehen, da ist eine Infektion drin, sagen Sie, Moment mal, also ich kann zwar das gerissene Kreuzband ersetzen, das können wir, aber wenn wir die Infektion nicht zum Stehen bringen, dann sagen wir, Mist, das geht doch gar nicht. Dann ist das nicht geheilt. Es geht weiter, hundertprozentig. Ja, und die Erlebnisse haben wir ja auch, wenn jemand zum Beispiel sein Knie operieren lässt mit einem Kreuzbandriss und behandelt das nicht vernünftig und da ist eine Infektion drin, dann wird das nichts. Klar. Und da spielt Chlordioxid eine ganz entscheidende Rolle, weil wir auch wissen, wenn wir heute einen Hund vor der Operation richtig untersuchen würden, was wir übrigens allmählich mal gelassen haben, weil die ganzen Ergebnisse der Labormedizin sind immer sehr komplex, aber durchaus immer nur im Konjunktiv gehalten. Also könnte, hätte, sollte, dürfte. Was heißt das? Das heißt, dass wir eigentlich nicht genau wissen, welche
wie empfindlich diese Keime sind, was das für Keime sind oder ob da überhaupt welche sind. Sie kriegen heute vom Labor ein Ergebnis und sagen, der Hund hat keine Borreliose. Und wenn Sie genau hingucken, hat er sie doch. Was da passiert? Die können die Borrelie nicht nachweisen, weil sie sich inzwischen genetisch geändert haben. Also die Oberflächenänderung ist da. Nun reicht es aber schon, wenn man heute ein Knie aufmacht, man sieht eine Infektion sofort. Also die Synovia, das heißt die Auskleidung eines Gelenkes, verändert sich ganz typisch. Und wenn man das weiß, dass da eine Infektion ist, sagen wir, ich kann jetzt irgendwelche Antibiotika geben, die helfen sowieso nicht, dann machen Sie es doch bitte mit Chlordioxid. Und alle die das machen, deren Hunde laufen wieder, die haben nachher diese Probleme nicht, die andere vielleicht haben, weil sie es nicht gemacht haben. So ist das nämlich. So, und wenn Sie irgendwelche Antibiotika geben, ja, welche denn? Ja, soll ich Ihnen jetzt wieder solche? Wir haben ja nur noch die aus den, also das sind ja immer noch so alte Reste aus den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Da wurden nicht, es gibt auch moderne Arzneimittel. Aber die Grundsubstanz, danach muss man gucken. Wir hatten halt einen Antibiotika-Forscher mal bei uns am Institut. Also das ist ja aber auch schon wieder ein Weilchen her. Vielleicht hat sich da auch ein bisschen was getan. Und es gibt auch einfach unzählige Substanzen aus Meeresbakterien, die antibiotisch aktiv sind und total interessant sind. Aber es geht halt nicht weiter. Ja. Es gibt nur ganz wenige. Ja. Also die Schulmedizin hat diese Tetrazykline natürlich Möglichkeiten der Behandlung, aber was machen diese Antibiotika? Wenn sie das richtig behandeln, man kann diese Krankheiten teilweise durchaus mit Antibiotika dämpfen. Sie kriegen sie aber nie aus dem Körper raus. Das ist das Gleiche wie mit Malaria. Sie können jemanden, der mit Malaria infiziert ist, nicht wieder Malaria freikriegen mit den Methoden der westlichen Medizin. Es geht nicht. Mit Chlordioxid können sie es schon. So, das gilt für Malaria, das gilt für Borrelien, das gilt für alles Mögliche. Und wenn man das weiß, muss man doch eigentlich einsetzen, wissen Sie auch. Absolut. Ja, klar. Deswegen sitzen Sie jetzt hier. Also ich hatte ja natürlich das Problem, dass ich wollte natürlich sowas auch rechtlich auf gute Beine stellen, habe dann also die Behörde, die mir da irgendwie gesagt hat, ich dürfe das nicht, die habe ich dann verklagt, ne? Klar. Aber Dirk Schrader hat das irgendwie, der ist kein Jurist, der hat dann irgendwie einen Termin verpasst. Das ging um 3 Tage. Ich hätte nämlich einen Widerspruch einreichen müssen gegen einen Beschluss der Behörde, dass ich das nicht darf zum Beispiel. Habe ich gemacht, aber 3 Tage zu spät. Und dann saßen wir in dem Gericht, das war ganz interessant. Der Richter war ein sehr offener Mensch, hat uns von seiner Tochter erzählt. Das machen die manchmal so, nicht? Die erzählen dann so, damit die streitenden Parteien sich dann etwas entspannen. Und dann hat er gesagt, Herr Schrader, ist schön und gut, Ihre Klage, die nehme ich nicht an, sind 2, 3 Tage oder 3 Tage zu spät. Und sag ich, ja, wenn das so ist, dann ist das so. Und dann habe ich meinen Anwalt natürlich angeguckt, sage ich, hättest du das nicht eigentlich wissen können? Ja, sagte er, das hätte er nicht berücksichtigt. Steht übrigens in dem Buch drin, können Sie lesen. Und sage ich, ja gut, dann muss ich halt eben mit diesem Schwert über dem Haupte leben, dass ich das nicht darf. Okay, ich lebe damit, mit dem Schwert über meinem Hals. Aber ich habe dem Richter nur noch zum Schluss gesagt, wenn Ihre Tochter in meinem Krankenhaus liegt und sie hat einen multiresistenten Keim im Knie und man will ihr das Bein amputieren, dann rufen Sie mich mal an. Tschüss. Das war die Geschichte im Gericht. So. Wir kommen hier aber nicht weiter. Es werden immer Gegenströmungen da sein. Und nun bin ich einmal gespannt, was in diesem Jahr noch passiert, wenn die deutsche Ärzteschaft sich mit diesem Problem beschäftigen muss. Wie erzählt, die Chancen sind wohl da, dass auf einem großen Ärztekongress diese Dinge besprochen werden. Und wenn das vor ein paar tausend Medizinern aus Europa besprochen wird, dann kann man das nicht mehr unter der Decke halten. Also diese Chancen sehe ich schon. Ich weiß aber nicht, was dabei rauskommt. Also es gibt natürlich die Interessengruppen, die ihr Geschäft nicht kaputt gemacht haben wollen. Aber es gibt auch ganz viele Ärzte, die einfach nicht Bescheid wissen. Die wissen es nicht und es gibt so eine Negativpropaganda und die Zeit und das alles. Also als Arzt auch in dieser Maschinerie drin zu sein, ich kenne auch ganz tolle Ärzte, es sind halt nicht so viele, die meisten sind halt schwierig als Mensch, aber das ist nicht für alle der Fall. Und das ist in der Tiermedizin natürlich auch. Und ich glaube schon, weil die notgedrungene, ja, es muss jetzt was her, weil alle an ihre Limits kommen. Das merken die Leute selber. Und durchs Netz und auch die Kunden oder Patienten, die kommen und Fragen stellen, weil es gibt mittlerweile sehr gut informierte
Und ich denke, dass die Zeit jetzt einfach reif ist. Was jetzt halt natürlich so eine Problematik ist, ist das mit dem Coronavirus, was ja auch alle paar Jahre gibt es eine neue Impfung. Für eine Impfung braucht man Jahre, um sie zu entwickeln, nur mal so zur Info. Und zack, hoch, wir haben schon was. Und also das ist... Hört sich merkwürdig an. Nicht? Klingt seltsam, wenn man sich damit seltsam, auch auskennt. Seltsam, ne? Seltsam. Aber eben, was ich auch noch fragen wollte, also so als Hunde- und Katzenbesitzer, es gibt ja auch diese Parasitenprobleme, Flöhe, Würmer und all diese Sachen, diese Spot-Ons. Ich habe gesehen, was das Zeug mit dem Kater gemacht hat, nämlich einen epileptischen Anfall. Also war direkt danach. Ist ja auch, Nervengifte sind da ja auch drin und wird ja aber, es gibt ja quasi nichts anderes beim Tier als außer Tablette oder Spot-On. Wie stehen Sie dazu und gibt es da Alternativen? Es gibt Alternativen, die haben wir auch schon besprochen. Es gibt zum Beispiel eine Datei, die heißt keine Zecken, keine Flöhe. Also es funktioniert wunderbar und das gibt mehrere Mittel, die halten tatsächlich Tiere flohfrei und zeckenfrei. Wie man Flöhe beseitigt, da muss ich Ihnen sagen, da gibt es tatsächlich keine richtigen Mittel. Es sei denn, Sie nehmen einen Flohkamm und geben sich richtig Mühe. Das machen Sie aber bei einem Hund und einer Katze, die dichtes Fell haben. Das ist nicht einfach. Also muss man schon mal eine Chemiekeule anwenden. Also ein Shampoo, äußere Behandlung, wäre schon sinnvoll. Aber diese Mittel, die man als Shampoos heute zur Verfügung hat, die wirken auch immer weniger. Ja. Somit ist der Siegeszug der Spot-on-Präparate und der Tabletten. Das sind ja Gifte, das sind neurotoxische Gifte. Was machen die? Die zerstören die Synapsen. Mit Sicherheit. Irgendwo, irgendwie. Und bei manchen nicht so schnell ersichtlich. Und da muss man einfach sagen, ja, will ich das? Ja, ich will das nicht. Von mir kriegen die Leute das nicht. Meine Söhne sagen, okay, wir müssen das abgeben, wenn jemand in dieser Problemzone ist. Dann müssen wir ihnen aber sagen, pass auf, das ist gefährlich, was du da machst. Ich würde es bei meinem Hund nicht machen. Ich würde es dann machen, wenn ich keine andere Wahl habe. Weiß ich auch. Flöhe und Zecken oder Flöhe gehören nicht an einen Hund. Das ist eine Frage der Hygiene, selbstverständlich. Nicht? Aber wir haben zum Beispiel bei Zeckenproblemen etwas entdecken dürfen. Das ist schon gar nicht so lange her. Doch, 7, 8, 9 Jahre her. Da haben wir uns ja irgendwann mal mit dem Dimethylsulfoxid beschäftigt, also DMSO. Da wissen wir, dass wenn die Leute ihren Hunden DMSO geben, also aufgelöst in Wasser, 50%ige Lösung, morgens einen Teelöffel oder einen Esslöffel voll, je nach Größe des Hundes, dann hat das eine enorme Wirkung auf Krankheiten des rheumatischen Formenkreises. Also es ist extrem entzündungshemmend. Wunderbar. Es ist also erfreulich, ist auch bei Immunerkrankungen doch wirksam und muss immer überlegen, wann man wem was gibt. Und da hat mir jemand gesagt, das war eine Dame, die in der Nähe wohnte mit 2 Retrievern, die sagte, Herr Schrader, wir haben etwas Tolles entdecken dürfen. Unsere Hunde kriegen ja nun DMSO, weil sie schon so alt sind und die haben ja was mit den Gelenken und so weiter und so weiter. Aber seitdem wir das denen geben, haben die keine Zecken mehr. Und das haben wir jetzt schon 2 Jahre lang immer wieder gesehen. Die haben, obwohl bei uns alle anderen Hunde Zecken, und zwar in massiver Form haben, unsere haben keine. Da dachte ich, ja, stimmt eigentlich. Es ist ein Schwefelmolekül. Und das hält also offensichtlich Zecken weg. Natürlich ist das nicht sicher, aber es scheint mir doch die sicherste Version, wenn überhaupt von Sicherheit zu sprechen ist, zu sein. Also wer DMSO seinem Hund gibt, über seiner Katze auch, geht unter Umständen einer Zeckeninvasion vollständig aus dem Wege. Man muss aber sagen, es kann trotzdem passieren, dass da Zecken zu sehen sind. Ja, aber ab und zu mal. Also, ja, das ist wohl klar. Aber es ist natürlich auch so, die Gefahr, die hinter Zecken steht, die muss man auch berücksichtigen. Richtig. Und da kommt etwas auf uns zu durch den milden Winter. Da bin ich aber gespannt. Wir haben schon die erste Zecke in Hamburg gefunden, am Hund. Schon im Februar. Ja, prima. Also gut. Da muss man natürlich sehen, wo man mit seinem Hund spazieren geht. Hilft dem ist, schreckt das auch die Flöhe sozusagen ab? Also es tötet die Zecken ja nicht ab, sondern die kommen gar nicht erst ran, weil sie den Hund nicht riechen mögen sozusagen. Ja, die akzeptieren ihn nicht als Wirt oder als Opfer. Genau, oder ist nicht erkannt. Zistrosentee, Zistus-Tee ist übrigens im Trinkwasser ein bisschen, ist auch sehr, sehr gut, habe ich sonst gemacht. Ganz kurz, ich habe mal Schwarzkümmelöl wird ja auch bei Hunden empfohlen. Hunden, das geht auch bei Katzen, muss man aufpassen. Katzen vertragen das manchmal nicht oder sehr oft nicht. Da wollte ich
vor allem, fragen. Wenn man das in höherer Dosierung gibt, da soll man schon vorsichtig sein. Also Schwarzkümmel über Katzen, da wäre ich vorsichtig. Über Katzen nicht, aber beim Hund geht's. Und, geht, aber ich halte das nicht für so wirksam wie DMSO. Hm. Also es ist ein eindeutiges Erlebnis. Okay, okay. Und wenn man dann trotzdem Schwarzkümmelöl nimmt, wie viel dürfte man jetzt so einem Hund wie Jolinde, also Schäferhund zum Beispiel, geben? Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, auf dem Kopf. Muss ich mal gucken. Ich habe es übrigens noch nie benutzt. Okay, ich weiß bloß aus der Literatur, dass Schwarzkümmelöl wirksam ist. Und da muss man einfach sagen, es ist eine Frage der Dosierung. Ja, eben. Wie man das macht, kann ich nicht sagen. Muss man immer mal mit denen sprechen, die das gemacht haben. Es ist ja auch kein zugelassenes Medikament, sondern man muss einfach sagen, das ist... ja gut, wer das machen will, der soll das machen, aber bitte vorsichtig, man muss sich daran tasten. Ja, ja. Es gibt natürlich auch noch die anderen Wege, dass man magnetisch aufgeladene Chips in Halsbändern trägt. Mhm. Hat eine Wirkung, stimmt. Sowas ähnliches wie Bernstein-Halsbänder. Ja, habe ich auch schon gehört. Warum ist das so? Die laden das Fell elektrisch auf und die Zecken nehmen das nicht auf. Also nehmen dann, akzeptieren, dann das wird es dir nicht mehr. Hilft nicht, hilft ein bisschen, es hilft immerhin etwas. Aber wie gesagt, die Wirksamkeit, die größtmögliche Wirksamkeit hat man tatsächlich mit DMSO, Dimethylsulfoxid, verdünnt. Verdünnt, okay. Ja. Und das ist natürlich auch kostengünstig, ne? Man, das nur, nicht nur das. Und man muss auch wissen, dazu gehört natürlich auch, dass man nicht da unbedingt spazieren geht, wo Zecken nun in massenhaft vertreten sind. Mhm. Also wer durch den Auwald streift mit seinem Hund, wo also Zecken eben sich doch halten im Wesentlichen und in Gebüschen, der muss wissen, dass es doch möglich ist. Und dann jetzt kommt die Frage immer, was passiert eigentlich, wenn eine Zecke einen Hund beißt und sich festsaugt? So. Eigentlich passiert gar nichts. Man bezeichnet Zecken ja auch als Lästlinge. Also es ist einfach, die sind doof, die gehören da nicht hin. Die saugen Blut. Und jetzt passiert es natürlich dann, wenn diese Zecken absterben. Durch ein Gift zum Beispiel? Durch ein Gift, das man ihnen vorher gegeben hat. Im Nacken oder so. Was passiert dann? Dann sterben diese Zecken nicht in Sekundenschnelle. Es gibt keinen Sekundentod bei Zecken. Sondern der Sterbevorgang von Zecken, der dauert Stunden, wenn nicht Tage. Hat man alles schon ermitteln können. Mhm. Und was passiert dann? Die Infektiosität, die Keime, die in den Zecken sind, die im Darmkanal, Magen-Darm-Kanal der Zecken sind, kommen dann durch Regurgitation, durch also entsprechende Zustände beim Sterben, in die Wunde rein. Also herzlichen Glückwunsch demjenigen, der seinen Hund infiziert, indem er ihn Spot-ons zumutet, also oder Tabletten. Im Endeffekt erzeuge ich so einen noch höheren Infektionsdruck auf meinen Sie Hund. Sie erzeugen damit also eigentlich eine Katastrophe und vor allem, Sie merken es ja nicht. Das merken Sie erst dann, wenn eine Borreliose oder eine Anaplasmose, was auch immer sei, es gibt so viele von zeckenübertragenden Erkrankungen, wenn das nach Monaten oder Jahren greift. Die Infektionen, die von Zecken übertragen werden, haben die gleiche Möglichkeit wie das Coronavirus. Sie maskieren sich, sie halten sich im Körper auf und sind nicht identifizierbar, weder durch ELISA-Teste noch sonst was. Und sie sind sehr, sehr, sehr schnell. Ja, und sobald irgendwie eine Immunschwäche da ist, ist das Hallo, ich bin Aldor da. So, und deshalb ist die Frage zu stellen, wie geht man mit sowas um? Da verweise ich auf die Familie Hellwig, berühmte Familie in Hamburg-Rahlstedt. Die hatten einen kleinen Hund, einen Kernterrier, der mit 4 Monaten plötzlich nicht mehr laufen kann, vor Schmerzen nur noch wie ein Sägebock im Garten stand. Wenn man ihn anfasste, schrie er auf und die rannten damit natürlich zu allen möglichen Terzen. Die haben alle Untersuchungen gemacht, Gehirnwasseruntersuchungen, alle möglichen MRT- und Tütata-Untersuchungen. Kosten von hier bis zum Horizont. Und dann fuhren sie bei mir vorbei und stiegen aus und sagten, Herr Schrader, muss Sie noch mal was fragen. Wir müssten unseren Hund eigentlich einschläfern auf Rat Ihrer Kollegen da in Dingsbumshausen da. Und solche weiß ich auch nicht. Also wenn Sie mir das so sagen, mir kommt das irgendwie bekannt vor. Aber ich möchte Ihnen eigentlich mal einen Rat geben. Ich zeige Ihnen mal, wie man Chlordioxid herstellt und das geben Sie Ihrem Hund dann mal. Und das hat er gemacht. Und nach 3 Tagen konnte der Hund wieder laufen. Ist bis heute völlig in Ordnung. Das ist der Hellwig. Und der rief mich noch ein paar Mal an, erzählte mir, dass sein Hund wieder völlig in Ordnung ist.
Also eine tolle Sache. Und die machen Folgendes, die machen alle Augenblicke nicht, aber so alle Monate mal mit der ganzen Familie und dem Hund eine Chlordioxidkur. Tja. So eine Woche, 14 Tage oder? Ja, mindestens 3 Tage hintereinander, wenn nicht 7. Okay. Wenn man das Gefühl hat, man ist krank, macht man das natürlich auch 14 Tage, wenn es sein soll. Aber ich denke mal, das ist schon überlegenswert. Man sollte sich das angewöhnen. Vor allem, wenn man das im Haus hat, das kostet ja nichts. Warum nicht? Macht aber keiner. Oder noch doch? Keiner, nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ja auch gemacht. Also man muss natürlich nicht damit irgendwie eine Hysterie auslösen. Es ist irgendwie, man muss wissen, dass das gibt. Und ich halte das auch für vernünftig. Ob ich das machen würde, solange meine Hunde nichts haben im Sinne der Wahrnehmbarkeit, mache ich es natürlich auch nicht. Aber ich mache es eigentlich dann doch irgendwann mal. Weil ich weiß, wie anfällig unsere Hunde sind. Ich meine, einer meiner Hunde war ja auch mal sehr, sehr krank. Mhm. Das habe ich Ihnen, glaube ich, erzählt. Der hatte, also das ist ein Briarmischling, und der hatte, vor Jahren wurde der furchtbar krank und das Blutbild war so unfassbar schlimm. Mhm. Die Infektionswerte gingen durch die Decke und da habe ich gedacht, oha, dann könnte sein, dass der Krebs hat vielleicht. Der hatte also über 30.000 Leukozyten, das ist so die Sterbezone, würde ich so sagen. Nicht? Und da habe ich den Röntgenaufnahme gemacht und habe dann festgestellt, die hat eine Verschattung im Oberbauch. Und da habe ich ihn aufgemacht, hatte der keinen Krebs, wie ich da doch dachte, sondern der hatte eine schwere Kindskopf, naja, faustgroße Entzündung neben dem Pankreas, also nicht operabel. Ich habe das auch nicht punktiert, weil ich sagte, wenn ich das mache, dann stirbt er sowieso, dann platzt der ganze Laden. Dann ist es offen, ja. Keine Chance. Und ich sagte, so, jetzt wollen wir das mal genau wissen. Und habe gesagt, jetzt nehme ich den wieder zu. Unsere Familie hatte sich natürlich schon von dem quasi verabschiedet. Das war so ein Zeremoniell. Und ich dachte, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir nähen ihn wieder zu und geben dem jetzt Chlordioxid. Das will ich jetzt genau wissen. So, habe ich dann gesagt, so, jetzt haben wir genau das Ding, was wir also auch in der Familie erwarten. Der Hund kriegt jetzt morgens, mittags und abends 2+2 in Wasser aufgelöst. 8 Kubikzentimeter haben wir in der Spritze. Können wir ja machen. Eingeflößt. Der wollte das natürlich nicht festhalten und rein und eingetropft. Der musste das schlucken, fand das scheiße natürlich, klar. Nach einer Woche war der Hund wieder völlig normal und nach 14 Tagen war das Blutbild wieder völlig normal, bis heute. Unfassbar eigentlich. Ja. So, aber das sind so die persönlichen Erfahrungen. Es gibt auch viele Geschichten, die man dazu erzählen kann. Von neugeborenen Fohlen, die also diese schwerste Erkrankung haben, wie man nennt, Fohlenlähmung, das sind also Infektionen über die Nabelschnur. Die werden mit Antibiotika behandelt und werden dann zum Abdecker gebracht, weil man sie ihnen nicht helfen kann. Da kann man also, wenn man das Chlordioxid einsetzt, durchaus sehr schnell nach 2-3 Tagen Erfolge erwirtschaften. Das ist ganz einfach. Wir haben das oft erlebt. Das heißt, ein von diesen Fall steht übrigens in dem Buch drin. Mhm. Ich halte das Buch mal eben kurz hoch, das ist nämlich meins hier. Also Herr Schraders Geschichten aus der Praxis und Tipps. Ein sehr gutes Buch. So, danke für die Blumen. Das ist echt mein Buch. Er hat Leo Kohhof zusammengezimmert. Der arme Kerl ist nun leider verstorben. Aber ich muss sagen, es ist einfach unglaublich, was der Mann mit diesem Buch erreicht hat. Das ist ja inzwischen auch Bestseller geworden überall bei Amazon und Co. Also, naja, schön. Ich habe davon keine Lorbeeren, kein Geld. Ich habe gesagt, ich verzichte auf die, auf was man üblicherweise bekommt, wenn man Bücher schreibt. Ja, es wäre die Chance gewesen, Multimillionär zu werden, war ein Scherz, war wirklich ein Scherz. Gut. Ich muss das nochmal sagen. Also, ja, das ist gut. Man muss einfach sagen, dieses Buch ist ein Bestseller geworden. Ja. Leo Kohhof, der Verleger, ist verstorben, unglücklicherweise. Aber seine Frau und seine beiden Kinder leben von den Tantiemen dieses Buches. Das ist schon mal menschlich saubere Sache. Wenn ich sage, herzlichen Glückwunsch, hat das ja doch für was genützt. Ja, nicht? Sehr schön. Ja. Sehr schön. Du arbeitest ja aber auch, du hast ja mit Waldkraft zusammengearbeitet. Ja, mache ich immer noch, wenn du willst. Und man findet ja viele Vorträge von dir auch im Internet oder von Ihnen. Ja, wir haben das mal in Gang gesetzt, die Waldkräfte haben das mal in Gang gesetzt, dass ich da also mitmache. So, ja, mache ich. Ich habe das dann in der mir gebotenen Weise wohl versucht. Ob das nun so professionell war, weiß ich nicht. Ich habe es wenigstens versucht. Weißt du, es kommt ja auf die Wissensvermittlung an und nicht, dass man da ein Hightech, ich denke, die Zuschauer wissen, dass wir keine GEZ-Gebühren kriegen und alles aus eigener Tasche zahlen
Und das kommt ja auf das Wissen an. Viele hören auch einfach zu. Ich würde gerne abschließend noch auf ein Themengebiet erstmal eingehen. Das Mikrobiom bei Menschen, die Bakterien. Wir haben es ja viel mit Bakterien. Bakterien sind ja wichtig fürs Leben. Mhm. Was würdest du empfehlen, wenn der Hund anfängt, zum Beispiel Durchfall zu kriegen? Man merkt sich zum Beispiel durch eine Antibiotikakur, das macht ja auch die guten Bakterien platt im Darm. Was kann man da noch als Mensch machen, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt zum Tierarzt rennen kann gerade oder möchte? Also der Versuche gibt es viele. Also da spielen ja die Probiotika eine Rolle. Aber die Probiotika in Deutschland oder in Europa, die man kaufen kann, sind eigentlich Bakterienkonzentrate, wo die Bakterien zwar leben, aber sie können sich nicht vermehren. Das ist gesetzlich wohl vorgeschrieben. Die haben einen kurzzeitigen Effekt. Und ich denke mal, das ist nichts Blödsinniges. Was aber viel, viel wirksamer ist, ist das sogenannte EM, das heißt, oder die EM, die effektiven Mikroorganismen. Mhm. Das ist nicht zugelassen, wissen wir. Es wird als Pflegemittel angeboten. Fürs Fell kann man das ja nutzen. Kann man ja machen. Nicht? Also oder insofern, die Blumen damit gießen, wie in Japan. Genau. Wenn man das aber, ich kann es ja einfach mal sagen, man kann das auch einnehmen, ohne weiteres. Ja, Sie nehmen das ein, ne? Ich? Ja, oder? Natürlich. Hatten Sie das nicht mehr gesagt? Ja, natürlich. Ich habe auch gar keine Hemmung, weil ich überzeugt bin, dass da nichts Böses drin ist. Nur das Problem ist immer, wenn man EM einnimmt, muss man wissen, diese Keime passieren, die Magensaftsperre. Das heißt also die Säure, die da drin ist. Und viele Keime gehen zwar durch, manche, man weiß aber nicht, wie viele, also man muss es länger machen. Mhm. Die ultimative Antwort auf diese Unsicherheit wäre die Kottransplantation. Oder man besorgt sich wasserfeste Kapseln, die magensaftresistent sind und füllt die mit einer Lösung EM in Wasser. Das ist genial. Das können die Leute selber machen. Man kann zum Beispiel magensaftresistente Kapseln kaufen. Macht sich eine Lösung EM, man muss das übrigens verdünnen, nicht? Das ist klar. Also man nimmt mal so meinetwegen 3-4 Tropfen und dann ein bisschen Wasser dazu und dann muss man das in die Kapsel bringen. Ungefähr gleiche Menge im Verhältnis? Nein, also ich würde sagen, mehr Wasser als Tropfen von EM. Man muss da ja den pH-Wert hochziehen. Mhm. Die EM-Bakterien sind ja in einer Säurestarre. Das heißt also, sie müssen in den pH-Wert 7 gezogen werden. Das macht man, indem man also Leitungswasser dazu gibt, ne? Das ist klar. Mhm. Und man muss also sehen, dass er möglichst viel Wasser da reingibt und das eben so. Ich denke mal, die Direkttransplantation von EM halte ich für sinnvoll. Okay. Die Idee in der Medizin ist ja die Kottransplantation von gesunden Tieren oder gesunden Menschen. Ist ja auch sehr wirksam. Und man setzt dem ja noch ein i-Tüpfelchen drauf. Wenn man diese Menge, die Kotmenge von gesunden Tieren oder Menschen, wenn man die in eine Kapsel bringt und hat vorher noch EM da reingebracht, das ist die ultimative Antwort auf Verweisung des Mikrobioms. Mhm. Nicht? Da muss man erstmal seinen Igidigit-Faktor überwinden, diesen Ekelkrams. Also man muss einmal das Gefühl sagen, ja, das ist so. Also es gibt Leute, die ekeln sich davor und dann können sie es nicht machen. Aber wenn man das mal bei Licht besiegt und sagt, du hast überhaupt keine andere Chance. Was kann man damit behandeln? Sie können damit dieses berühmte Syndrom, das Morbus Crohn-Syndrom bei Menschen gut behandeln. Also die Verweisung des Mikrobioms. Unglaublich. Wer das nicht macht, ist ja schön blöd. Beim Hund gibt es sowas Ähnliches, IBD, ne? Schon mal gehört? Infectious Bowel Disease heißt das. Ach, ja. Das IBD, ja, was ist das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Ach so, ja, das kann man nicht behandeln, es tut mir leid, Sie haben das jetzt so ungefähr schicksalshaft. Das ist Quatsch. Das ist eine chronische bakterielle Entzündung des Darmes, ja. Da müssen Sie natürlich die Bakterien wegnehmen, die krank waren. Die müssen auch das Mikrobiom wieder aufbauen. Und das können Sie sehr gut mit Kottransplantation machen. Also wir machen das schon seit längerem jetzt und sagen jedem, der richtig einen kranken Hund hat, also der wirklich also leidet mit dem Hund, der macht das auch. Und dann sagen wir nach 14 Tagen, na, wie geht's denn? Prächtig, Hund geht's wieder gut, alles in Ordnung. Ja, prima. Meine, an der nächsten Ampel kommt wieder was, weiß ich. Aber dann muss man ja auch sagen, wissen Sie was, ich rate Ihnen mal dazu, mit dieser idiotischen Nahrung aufzuhören aus dem Laden. Machen Sie das mal lieber nicht. Ne? Sonst haben Sie nämlich genau das gleiche Problem, was Sie jetzt hatten, an der nächsten Ampel wieder. So. Da schließt sich dann der Kreis. Ja, ja. Das ist halt, ja. Und die ganzen Stoffe und alles. Woran
ja, was ich mich halt frage, wo kriege ich denn, wenn ich das jetzt wirklich machen will, jetzt beim Hund zum Beispiel, wo kriege ich denn jetzt, oder woran erkenne ich, dass der Kot eines Tieres in Ordnung ist? Eigentlich müsste also, man den mal untersuchen. Den müsste man aber, ja wirklich dann wirklich eigentlich untersuchen ja, lassen oder mit ich, Parasiten oder. Ja, man muss, das muss ja nicht überängstigt sein. Also ein Hund, der lebensvital ist, der keine Auffälligkeiten zeigt und regelmäßig, sagen wir mal, vernünftig gestalteten Kot absetzt, sollte wohl keine Probleme haben. Selbst wenn Sie etwas übertransplantieren, was da nicht hingehört, ist es ja so, dass EM, also dass die gesunden Keime, pathogene Keime verdrängen. Hm. Und da muss man eben wieder sagen, wenn man das nun nicht will, dass da pathogene Keime sich überhaupt ansiedeln, dann muss man sich mal angewöhnen, Schwefel mit ins Futter zu geben. Das ist eine alte Sache. Der anorganische Schwefel, meinen Sie? Ich meine Schwefel. Also Sie können natürlich auch organische Schwefel nehmen, aber effektiver ist tatsächlich der anorganische Schwefel. Also wie Dr. Probst ja ganz viel für ganz Menschen da. Genau. Mit den, das auch einfach der Schleim, der die quasi schützt, wird ja so abgetragen. Der hat die Bücher des Physikums noch auf dem Tisch liegen, der gute Probst, hundertprozentig. Genau. Ja. Und da muss ich sagen, das stimmt, ja, macht man doch. Wir haben also richtig so einen großen Bottich mit Schwefel und so, füllen das ab und sagen, geben Sie uns mal täglich eine Messerspitze mit und das Futter. Wenn man einem Menschen täglich einen Teelöffel gibt, um dann mal eine Kur zu machen, dann ist das ja wohl für einen Hund geeignet, eine Messerspitze oder Teelöffelspitze. Das muss man linear rechnen, ne? Ja, ja, klar. Und darin liegt eine enorme Chance, da gut durchs Leben zu kommen. Also ich würde das immer wieder machen. Das riecht dann zwar mal ein bisschen, aber was hat das auf sich? Wenn man Schwefel einem Menschen oder einem Hund gibt, dann entstehen Fäulnisgase, H2S, also Schwefelwasserstoff. Mhm. Und dieser Schwefelwasserstoff riecht ja ganz eigentümlich übel. So, Sie können aber heute, wenn Sie wollen, herausfinden, ob Sie Keime im Körper haben, die da nicht, oder im Darm haben, die da nicht hingehören. Sie brauchen bloß Schwefel zu sich nehmen. Und wenn Sie dann Schwefelwasserstoff, wo Sie sagen, ha, da war was. Ja, richtig. Und was macht der Schwefel? Der Schwefel entzieht pathogenen Keimen die Lebensgrundlage. Also eine wichtige Erkenntnis. Mhm. Hat auch übrigens was mit Frequenz zu tun. Die Frequenz von anorganischem Schwefel liegt etwa bei 47 Millivolt und bei organischem Schwefel, glaube ich, bei 27 oder 22. Daran liegt nämlich der Unterschied. Mhm. Also die Wirksamkeit von anorganischem Schwefel ist wesentlich besser, nicht? Ja. Kostet ja auch nichts. Nee, kostet auch nichts. Und das Interessante ist ja, ich habe das gehört von einem Kunden, der ging dann in die Apotheke und sagte, ich möchte gerne Schwefel haben. Wozu brauchen Sie das denn? Wollen Sie Bomben bauen? Nee, ich will das als Arzneimittel, also ich will das einnehmen. Das ist giftig. Ja, das stimmt, ja, das ist giftig, ja. Wieso ist das giftig? Das ist giftig für die Pharmaindustrie, das stimmt. Wie ganz genau. Also es ist absoluter Quatsch, weil Schwefel ist ein essentielles Element für den Körper. Das muss man wissen. Ich habe eine Schwefelkur gemacht nach Dr. Probst über mehrere Wochen und es ist auch einfach wirklich so, man merkt auch ganz schnell, wie ernähre ich mich als Mensch. Das hat einen riesen Einfluss auf die Geruchsbildung und das ist auch, glaube ich, nochmal gut beim Schwefel, beim Anorganischen, dass man direkt am selben Tag noch Feedback kriegt, was man gerade gegessen hat oder was nicht und wie es gerade aussieht oder halt nicht. Ja, ne? Einfach klar. Auch durch die Geruchsentwicklung und auch Beschwerden. Manchen Leuten wird übel davon oder die kriegen Durchfall. Ja. Dann ist aber auch, dann sieht es auch übel im Darm aus. Dann sieht es auch übel aus. Ja. Na, dann sieht es echt übel dann im Darm aus. Dann werden dort Verteilungskämpfe stattfinden. Nicht? Ja, dann also ist so das muss man halt, einfach das sehen. Wo gehobelt wird oder wo, ne? Da fallen Späne halt. Worauf ne? ich noch zurückkommen will, wenn man schon an gesunde Ernährung denkt und man will möglichst keine Infektionen im Körper haben, dann muss man natürlich auch eins berücksichtigen, dass sich viele Infektionen erst dann ansiedeln, wenn der Organismus in einem gewissen Säuerungszustand ist. Übersäuerung ist ja auch beim Menschen häufig ein Thema. Ist das bei Tieren auch ein Problem? Ja, das ist in der Medizin überhaupt kein Thema, weil da keiner drüber redet. Das ist ja bei der Tiermedizin aber auch kein Thema, aber da muss man drüber reden, weil es einfach dahin gehört. Denn Übersäuerung, man muss ja wissen, erst kommt die Säuerung und dann kommt die Entzündung, dann kommt die Infektion und dann kommt Krebs. Das ist immer dasselbe. Ich hatte ein Gespräch mit einem Nachbarn, der Arzt ist. Und der hat zu mir gesagt, ja, ist doch ganz einfach, um eine Übersäuerung festzustellen, da brauchen wir bloß den Urin mal testen mit dem pH-Streifen. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt, aber der Mann hat überhaupt keine Ahnung. Denn Übersäuerung ergibt sich auch lokal. Ja. Also natürlich, wenn Sie einen pH-Streifen in den Urin tun und Sie sehen, oh, der ist sauer, das ist natürlich zappenduster, dann sollten Sie mal wirklich mal was Vernünftiges tun. Aber grundsätzlich gilt ja, dass Säuerung durch eine
Wasserstoff, also Protonenanreicherung im Gewebe entsteht. Das ist regional, das heißt also in Gelenken passiert das viel. Interessanterweise muss man sagen, man kann heute durch die fortgeschrittene Radiologie solche Entzündungen sichtbar machen. Man sieht in zum Beispiel, wenn ein Hund einen Kreuzbandriss hat oder Meniskusschäden oder Entzündung im Gelenk hat, dann sieht man auf dem Röntgenbild den Wasserstoff-Ionenschatten. Und dann sagt man sich, ja, der hat ein krankes Gelenk, da ist was passiert. Normalerweise sieht man das nämlich nicht. Und wenn man sich sieht, dann hat er das nicht, oder wie? Und das ist eine ganz interessante Sache. Also diese Protonenthematik bei Säuerung spielt ja eine enorme Rolle, bei auch regionalen Prozessen in den Gelenken, in den Organen, wo auch immer. Wenn man das berücksichtigt, dann muss man was machen? Man müsste eigentlich jeden Tag, jeden Morgen ordentlich großes Glas Wasser trinken, da ist Kaisernatron drin. Wir nehmen Kaisernatron. Löst sich gut auf, schmeckt einigermaßen erträglich, man kann sich dran gewöhnen, man kann auch süchtig werden, wie ich zum Beispiel. Und da hat man also ganz klar etwas dagegen getan, was wir eigentlich immer wieder erreichen. Das heißt, die Säuerung ist vorprogrammiert durch unsere Ernährungsweise und durch unsere Lebensweise. Nicht? Das gilt beim Hund übrigens auch so. Wenn Sie bedenken, dass der Hund viel zu viel Fleisch kriegt, dann müssen Sie sagen, Moment mal, tut dem doch mal bitte Kaisernatron regelmäßig so ein, zwei Streu ins Trinkwasser, damit er wenigstens ein pH hat von 7,5 oder 7,6 und dass er das regelmäßig trinkt. Wenn ein Hund entscheiden oder eine Katze entscheiden kann zwischen Leitungswasser und nur Natronwasser, dann würden sie immer Natronwasser trinken. Das ist super total interessant. Ja, ich habe einen Wasserfilter. Das ist auch schon alleine das schon mit einem Wasserfilter, einem guten Wasserfilter, wo man sieht, wo noch auch die Substanzen, die im Leitungswasser drin sind. Ich habe so eine Wasseranalyse machen lassen. Da ist ja wirklich alles drin. Brom, Cadmium, weiß ich nicht was. Ja, ist so. Ich habe aber noch gutes Wasser. Und der Unterschied, wenn man den dann gefiltertes Wasser kriegt, weil die Tiere können das natürlich ganz anders riechen und schmecken und sind da viel instinktiver oder trinken ja meistens sogar lieber aus der Wasserpfütze als aus dem Becher mit Leitungswasser. Ja. Aber Natron neutralisiert ja sehr vieles. Es gibt ja ein paar Leute, die darauf schwören, das als Kapsel zu nehmen, auch beim Tier. Wie stehen Sie denn dazu? Also nach der bisherigen Denkweise ist das also ist eine Idee, die man diskutieren sollte. Mhm. Aber bringen Sie mal eine große Menge reines Natriumhydrogencarbonat in den Dünndarm rein, dann ist dort der pH-Wert zu hoch. Also das reguliert sich zwar, aber es kann Probleme schaffen. Mhm. Deswegen ist eigentlich die verkapselte Einnahme von Natriumhydrogencarbonat so nicht so das, was ich so als selbstverständlich hinnehmen würde. Man kann das machen, aber man muss aufpassen, dass man da nicht irgendwelche Schleusen öffnet, die man nicht kannte vorher. Mhm. Ja, es gibt ja unterschiedliche Kapselhüllen. Manche sind magensaftresistent, manche ja nicht. Man muss dann schon welche nehmen, die magensaftresistent sind. Ja, also genau. Man sollte ja nun nicht unbedingt Kaisernatron mit der Nahrung vermischen, weil dann werden Sie die Säuerung des Magens vermindern. Sie würden also den Magensaft neutralisieren und damit auch beim Hund oder Katze die Gefahr einer Infektion hervorrufen durch Aufnahme von irgendwas. Das ist ja ein natürlicher Schutz, den man berücksichtigen muss. Gut, wenn man nicht anders kann, macht man es schon, aber deswegen ist es besser, sowas übers Trinkwasser zu geben oder direkt ohne Nahrung. Weil der Magensaft wird ja dann produziert, reflektorisch, wenn ein Hund Hunger hat und essen will. Oder riecht. Ne? Oder so zum Beispiel. So. Ne? Mhm. Und das muss man einfach wissen. Und bisher sind wir damit ganz gut gefahren, dass wir sagen konnten, also unsere Hunde kriegen regelmäßig 1, 2, 3 Streu Kaisernatron ins Wasser. Und ich trinke auch ohne Nahrung morgens ein Glas Kaisernatron. Ja. Bei den Tieren jetzt, also diese Menge jetzt beim Hund, diese paar Prisen, sage ich mal. Prisen nicht, Streu. Man nimmt also 2 oder 3 Finger, und so, dass sie praktisch dann sehen, dass was auf dem Boden ist. Okay, also dass es quasi gesättigt ist. Ja, wir nehmen kaltes Wasser. Also wenn Sie warmes Wasser nehmen, ist es nicht schlecht, weil wir sie dann mehr machen müssen. Ja. Also es ist, um das zu sehen, dass auf dem Boden ist. Also wir nehmen ja kaltes Wasser aus der Leitung. Und da sieht man mit 1, 2 Streu, wenn es nicht ein zu großes Bassin ist, in einer normalen Schüssel sieht man dann ein paar Krümel von Kaisernatron auf dem Boden. Das ist dann richtig. Okay, und wenn ich jetzt aber meinen Hund fütter oder der kriegt zu fressen, also das Wasser auch wie beim Menschen dann eher mal wegstellen für eine halbe Stunde und dann geben? Oder ist das in einer Konzentration, die völlig okay ist? Also das ist wohl gelinde. Man muss einfach sagen, die Regelmäßigkeit macht es da ja wohl. Ja. Bisher haben wir also ganz gute Erfahrungen damit, dass wir sagen, mach das ins Trinkwasser. Okay. Würde ich jedenfalls immer weiter tun. Eine andere Möglichkeit haben Sie ja gar nicht. Nee, klar. Logisch. Doch, Sie können es infundieren. Ist nicht so schön.
ne, zu Hause vielleicht so. Ja. Wir haben über einiges jetzt gesprochen. Ich glaube, wir haben eine gute Zusammenfassung von Ihnen bekommen, worauf wir achten können, was wir machen können, wie wir selber unsere Gesundheit auch für unsere Tiere in die Hand nehmen können. Wir hatten noch einiges mehr zu besprechen, weil Sie haben wirklich viel auf Ihrer Seite kritische Tiermedizin, die ich wirklich nur empfehlen kann. Und ja, ich möchte Ihnen danken, dass Sie gekommen sind und so mutig sind. Und ich wünschte, ich hätte Sie früher gefunden. Es ehrt mich. Ich danke Ihnen sehr für die freundlichen Worte.